Teil 2. Die Seele, die ich stahl. Das ist es also. Das Reich der Toten in all seiner zweifelhaften Pracht. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Prim. Was können wir denn hier machen? Buch der Toten? Mal sehen, was Thanatos da liest. Ich wette auf die Enzyklopädie vermurkster Elternschaft. Themenband Tochter. Oh, es ist das Buch der Toten. Sehr geheimnisvoll. Dieses Buch enthält detaillierte Beschreibungen jeder bekannten hiesigen Spezies und nimmt sie mit auf einen faszinierenden Streifzug durch die Artenvielfalt der Unterwelt. Gut, das ist alles auf Englisch. Crowdsourced Edition enthält Artikel in Englisch und Deutsch. Ja, nur die deutsche Sprache fehlt. Okay, Alex der... Ach, Moment, hier? Hier ist nichts übersetzt, aber hier ist Alex der Schlürfer. Was hier nicht drin steht, weil da steht irgendwas über Alastair. Das ist ja wieder was anderes. Also ein anderer Name. Diese Kreatur verbringt ihre Tage am liebsten schlafend und unentdeckt im Schutze ihres Unterschlupfes. Nachts jedoch legt sie ihre Scheu ab und begibt sich in schlürfenden Gang auf die Jagd nach ihren Opfern. Durch sein Bewegungsmuster und sein Erscheinungsbild, das dem eines alten Mannes entspricht, wirkt Alex eher harmlos. Doch wer hat ein Opfer in seine Fänge bekommen? Diesen werden gnadenlos die Ohren abgekaut. Das hört sich irgendwie eklig an. ja, ansonsten wird nichts auf Deutsch übersetzt. Doch hier. Asphodel, der Missverstandene. Dieses Geschöpf besitzt trotz seiner etwas ruppigen Art ein äußerst geselliges, aber auch sehr stilles Wesen. Leider führten Missinterpretationen seines Verhaltens fälschlicherweise zur weitläufigen Meinung, dass dieses Geschöpf den Umgang zu anderen meidet und lieber in Ruhe gelassen werden möchte. Es galt als fleißig zuvorkommend und hat ein Ohr für die Sorgen anderer. Es ist Fremden gegenüber aber anfangs immer etwas zurückhaltender. Sein Erscheinungsbild ist grundsätzlich immer sehr gepflegt. Über seinen Wohnort ist nicht viel bekannt, was auch daher kommt, dass man ihn überall und jederzeit antreffen kann. Dies legt die Vermutung nahe, dass es sich nebenbei um einen Nomaden handeln könnte. Berichten zufolge wurde diese Kreatur schon dabei beobachtet, wie sie, wenn sie sich unbeachtet fühlt, tanzen würde. Das ist wieder alles auf Englisch. Da ist auch nichts bei. Hoppala. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Da ist aber trotzdem nichts Deutsches bei. Und wir haben einen dreiköpfigen Hund. Oder sogar auf Deutsch. Ich hoffe, dem begegnen wir. Der sieht doch knufflig aus. So ein dreiköpfiger Mops. Das wäre es doch. Cerberus. Cerberus ist der zuverlässige Wächter der Unterwelt. Eins der zuverlässige Hüter des Reichs der Toten ist er nun treuer Begleiter von Hades und Persephone. Ein weniger bekanntes Detail über den dreiköpfigen Vierbeiner. Er ist absolut vernarrt in den süßen Geschmack von Granatäpfeln. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Zumal hier anscheinend auch was dazwischen gelegt wurde. Da ist wieder nichts mehr drin. Alles auf Englisch. Dann gibt es noch den Cookie Hunter, also den Keksdieb, sage ich mal, oder Keksjäger. Diese Kreaturen mögen zuerst sehr ruhig und unscheinbar erscheinen, doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Sie sind äußerst gefährlich und tauchen im Rudel auf, sodass das Wort Kekse auch nur... Und sobald das Wort Kekse auch nur erwähnt wird. Ihre Jagdstrategie basiert darauf, andere erst langsam zu umkreisen und sie dann in einen Überraschungsangriff zu überrumpeln und psychisch zu terrorisieren. Okay... Sobald sie die wertvollen und überlebenswichtigen Kekse erbeutet haben, ziehen sie sich schneller wieder zurück, um ihren Höhlen. Was? Wieder zurück, um sie in ihren Höhlen zu vernichten. Es tut mir leid, ich hatte heute nur 4 Stunden Schlaf. Ich verschluck hier irgendwie schon die Wörter.
Achtung, auch Wörter wie Kuchen, Eis und generell alles andere an Essen können ihren Angriff triggern. Ja, das ist ja, also die sind auf jeden Fall hungrig. Es sind nicht nur Keksdiebe oder Keksjäger, ich verstehe das schon. Da ist nichts übersetzt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr könnt das natürlich gerne durchlesen, aber ich gehe mal davon aus, die Sachen, die auf Englisch sind, sind nicht wichtig. Auch wenn hier irgendwie alle A's in Ätzzeichen umgewandelt worden sind. Aber da ist ja noch eine Markierung hier drin. Ich frage mich, ob das hier nochmal umswitcht, dass wir dann die andere Markierung haben. Foxanila, eine Kitsune-Frau, die sich mit Hilfe einer Maske in ein Fuchswesen verwandeln kann. Ohne Maske ist sie eine zierliche kleine Frau mit orange-rosanen Haaren, Fuchsohren und Fuchsschwanz. Sie lebt unter einer Eiche im Fuchsbau. Ob das jetzt so wichtig ist, alles weiß ich nicht. Aber das mit dem dreiköpfigen Hund und den Äpfeln war es, glaube ich, das sollte man sich sicher mal merken. Haika Gaming, der Streamer? Was? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es der existiert, weil Haika... Noch nie von gehört. Eine Legende besagt, dass einst vor vielen Jahren eine seltsame Kreatur namens Haika Gaming existierte. Dieses Geschöpf brachte die Menschheit Fröhlichkeit und Zufriedenheit. Es war eine sehr gesellige Zeit. Doch eines Tages verschwand die Kreatur spurlos und wurde nie wieder gesehen. Noch heute hofft, so sagt man sich, die Menschheit auf Haika Gamings Rückkehr, um erneut dieses unbeschreiblich sonderbare Gefühl zu erleben. Eine Gruppe von Menschen wird diese Hoffnung vermutlich nie aufgeben. Sind das dann so Weltuntergangs... Hotspots. Ach! Ja klar, das sind doch diese... im Endeffekt diese Punkte, die wir jetzt benutzen. Aber die haben die ja Hotspots genannt, dass die alle weggeflogen sind. Willkommen in der Welt der Hotspots. Wundersame Wesen, erfüllt von einer magischen Aura. Diese verzauberten Geschöpfe... heften sich an Objekte von großer Bedeutung und verbreiten dort ihren faszinierenden Glanz. Als Meister der Unsichtbarkeit schmelzen sie nahelos mit ihrer Umgebung und werden eins mit den Schatten. Hier kann man auch wieder nicht draufklicken, aber es scheint was Wichtiges zu sein. Rolf, keine Ahnung. Der ewig Blaue, eine Kreatur von der Rasse der Chamäleokatzen. Eine Rasse, bei der die Farbe ihres Fells sich jederzeit zufällig ändern kann, außer in Blau. Rolf ist hier jedoch hiervon eine Ausnahme. Er kann die Farbe bewusst ändern und hat sich für seine Lieblingsfarbe Blau entschieden. Von seinem Volk größtenteils verschmäht, ist er nur selten unter seinesgleichen zu sehen. Kann ich verstehen, wenn die alle, ja, ich sag mal, bestimmt eifersüchtig darauf sind, dass nur er sich... ja, in Blau quasi verwandeln kann oder in etwas Blaues. Screaming of Lambs. Das erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß das nochmal? Cult of the Lamb, was ich mal aufgenommen hatte. Kay the Shadow Blade. Wenn du ein Zischen im Winde hörst, mit einem langgezogenen hohen Ton am Ende, fast schon wie ein seichter Ton. Wie wenn eine Welle in einer Meeresbucht anrauscht. Dann hast du möglicherweise mitgehört, wie die legendäre Schattenklinge von Kaidi Kehle. Hä? Kaidi Kehle? Da oben steht Kai the Shadow Blade. Das heißt doch Schattenschwert? Oder was heißt Blade nochmal? Ich habe mir das damals mal übersetzen lassen, wegen Blade halt, ne, dem Vampir. Oder dem Halbvampir. Aber Kehle heißt das auf jeden Fall nicht. Ach so. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Es tut mir leid. Wie die legendäre Schattenklinge von Kay die Kehle eines Menschen aufgeschlitzt hat. Jetzt wünsche ich mir so diese Knöpfe wieder zurück, wie bei mir damals, bei meinen selbstgebastelten, wie heißen die Dinger nochmal, wo man die Knöpfe drücken muss und dann kommen dann halt so Töne da raus. Er kommt einfach aus dem Schatten, aus dem Nichts. Man hört nur die Klinge. Man sieht ihn davor nicht und danach nicht. Also gibt Acht, wenn dies nicht viel bringen mag. Er holt sich jeden, der ins Dunkle steigt. Dann bleibt doch einfach im Hellen. Problem gelöst, würde ich sagen. Ah,
da ist eine Karte drin, nämlich Connor. Ich hoffe nur, wir müssen nicht wirklich ein Spiel spielen. Hallo, ich wollte eigentlich weiterlesen. Also ich wollte nicht, weil es sehr viel ist, aber da ist noch eine Markierung drin. Und es könnte natürlich sein, dass da mal irgendwo noch was Wertvolles drin ist. Was stand da gerade? Matejcek oder sowas, der Hühnerschreck. Aber der Rest ist dann auf Englisch, okay. Michael, der Ingenieur. Was sind das denn für Horrorgestalten? Schon seit Jezeiten wurde der Ingenieur in seiner Kreativität von anderen ausgebremst. Was sind denn Jezeiten? Und immer hatte es etwas mit Kosten und Zeit zu tun. Eines Tages hatte er genug und beschloss, sich nicht mehr von anderen in seiner Kreativität einschränken zu lassen und zog sich in seine Werkstatt im Keller seines Hauses zurück. Als man nach Monaten kein Sterbenswörtchen mehr von ihm gehört hatte, beschloss seine Familie nachzusehen. Als sie anschließend den Keller betraten, fanden sie etwas vor wie ein Huhl. Keine Ahnung. Also vier Buchstaben, die geschwärzt sind. Mo the Blacksmith, einfacher Schmied, der Metall hört. Metalhead. Okay. Und den Tod seit... Ach so, der Metal hört. Ach, ich dachte jetzt wegen Schmied Metall. Oder meinten die jetzt Metall? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es ein Wortspiel sein. Und den Tod sein seit frühester Kindheit kennt. Er erhielt die Aufgabe, ihm die perfekte Sense zu schmieden. Vorher darf er keinen Frieden finden. Oh, also der ist schon tot, ja? Vorher darf er keinen Frieden finden. Ist das nicht nett? Was bist du hier? Nekroglucke. Das ist wahrscheinlich die hier. Sein Herz mag nicht mehr schlagen. Dennoch zeigt dieses gespenstische Huhn eine unsterbliche, mütterliche Liebe für seine schwarzäugige Brut und bewacht diese mit großer Entschlossenheit. Hüten Sie sich vor der Aggressivität der Nekroglucke, denn sie entfesselt ihren fürchterlichen Zorn gegen jeden, der es wagt, sich ihrer kostbaren Schar zu nähern. Ich hoffe, wir sind ja bald durch. Ich weiß nicht, wie viel hier noch kommt. Deswegen, ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn ich die ganzen englischen Sachen hier weglasse. Ich denke mal nicht, dass das irgendwas... Wichtiges ist, wobei so ein paar Sachen sind wahrscheinlich auch nur, weil es lustig ist. Oh, Phönix. Phönix ist erstens markiert und zweitens ist es ja unsere Aufgabe. Der Phönix ist ein faszinierendes Wesen. Von einem flauschigen Küken entwickelt er sich zu einem prächtigen, ausgewachsenen Vogel. Geschmückt mit prachtvollen Federn, Weisheit und Widerstandsfähigkeit. Ausstrahlend verkörpert dieses ungewöhnliche Geschöpf die transformative Kraft der Wiedergeburt. Wenn er aus der Asche seines eigenen Untergangs emporsteigt. Pumba. Euer Ernst? Pumba, der ruhelose Kater. Pumba war anfangs ein zutraulicher Kater, der nur geliebt werden wollte. Doch leider geriet er an die falsche Familie. Sie behandelten ihn so schlecht, bis er aus Angst in den Wald flüchtete, wo er schließlich starb. Oh. Aus dem Grund lockt er Seelen aus dem Stücks. Er macht einen so süßen Eindruck, dass manche Seelen ihn unbedingt streicheln wollen. Er rennt anschließend weg, um die Seelen in den verbotenen Wald zu führen. Sobald er sie tief genug in den Wald geführt hat, lässt er sie auf ewig zurück. So rächt er sich an den Menschen, die ihn damals schlecht behandelt haben. Ach, das ist schon irgendwie schade. Richard, der einsame Wolf. Durch große Verluste, die Richard in seinem Leben erleiden musste, verfinsterte sich seine Seele. Er ließ nicht viele Menschen an sich ran und nur wenigen vertraute er. Dabei war das, was er wollte, das, was jeder Mensch wollte. Liebe. Rüdiger de Recher? Was ist denn hier mit der Übersetzung? Hat sich da einer rangesetzt und hat gesagt, okay, drei Wörter kann ich übersetzen und den Rest lasse ich dann so stehen? Ich dachte jetzt eigentlich, dass der Rest jetzt auf Englisch ist, weil es halt eben unwichtig ist hier. Was? Scheibenwitscher? Lesen wir da drunter jetzt was vom Auto, oder? Clean, dirty window.
Okay, ich sag schon gar nichts mehr. Sascha the Kleptomaniac Collector. Oh, der Kollektor, das bin ich gerade am Hören als Hörspiel. Aber das hat irgendwas damit zu tun, dass der in der Zukunft ist. Und ich habe noch nicht so viel gehört. Ich bin immer eingeschlafen am Anfang. Aber das heißt auf jeden Fall der Kollektor. Und dann geht es noch um Wrestler. Ganz viele englische Sachen. Ich denke mal, jetzt wird wahrscheinlich nichts Wichtiges mehr drin sein. Und ich hoffe jetzt einfach mal auch nichts Deutsches mehr. Und schon kam natürlich wieder was. Tingeltangel-Tom. Das kommt mir doch so bekannt vor. Diese Kreaturen unterliegen dem Zwang, jede Menge Videospiele auf Kickstarter zu unterstützen. Um dann enttäuscht festzustellen, dass sie nicht genug Zeit zum Spielen haben. Ja, beide Daumen hoch, kann ich nur bestätigen. Also ich habe leider nicht das Geld, um viele Sachen auf Kickstarter zu unterstützen. Aber ich bin ganz ehrlich, hätte ich das Geld, also hätte ich jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, eine Million auf dem Konto, ich würde es definitiv machen. Ich würde immer regelmäßig da reingucken und ich würde gucken, was mir davon wirklich gefällt und was ich da unterstützen würde. Weil es gibt so viele tolle Sachen da drin und es gibt so, so viele tolle und nette Menschen, die auch wirklich unterstützen. Und ich habe es mal bei zwei Projekten jetzt mitbekommen und ich habe sogar bei einem tatsächlich was gespendet. Und ja, war mal eine ganz eigene Erfahrung. Also im positiven Sinne jetzt. Zumindest bisher. Es ist noch nicht draußen. Aber man ist schon über einiges so auf dem Laufenden gehalten worden und ich kann es wirklich nur, also jeder, der das Geld dafür hat und es wirklich ausgeben kann, ich weiß, das ist sehr, sehr schwer jetzt in der aktuellen Zeit, der sollte sich da wirklich mal Gedanken drüber machen, weil ich persönlich finde immer noch, die Spiele, die von Kickstarter kommen, sind in der Regel wesentlich geiler, also die meisten, nicht alle natürlich, aber sehr, sehr viele sind wesentlich geiler als diese möchtegern AAA-Spiele, die sie halt einfach mal lieblos dahin klatschen, weil sie keine Zeit haben und dann jahrelang alles patchen, bis man am Ende dann doch mal ein fertiges Spiel hat, was man dann für 20 Euro bekommt, anstatt für 120, wenn es rausgekommen ist. Also, ja. Wir haben noch den Zombie-Bär. Und meine Freundin würde dieses Wort jetzt lieben. Oder diese Wortspiele. Schönen Gruß an diesen, über diesen Wege an Susanne. Tauchen Sie ein in die unheimliche Welt des Zombie-Bärs, eine Kreatur, die sich in der Nähe von Flüssen aufhält und unseren düsteren Albträumen entsprungen zu sein scheint. Zombie-Bär bauen ihre Dämme auf gar unheilige Art und Weise. Statt Ästen und Baumstämmen verwenden sie menschliche Körperteile. Okay. Aber wir sind am Ende angelangt. Wir haben es gemacht, wir haben es durchgelesen. Sehr, sehr geil. Ein weiterer von Thanatos erbärmlichen Versuchen zu erraten, was Teenager mögen. Ich habe es nie benutzt, aber ich könnte schwören, ich habe ihn darauf rumspringen gehört, als er dachte, ich schlafe. Es klappert mir immer noch in den Ohren. Wie ein hüpfender Sack voller Knochen. Also ich befürchte, viel vom Spiel sehen wir in der heutigen Folge nicht. Dafür haben wir uns aber, also ich mich zumindest, köstlich amüsiert hier mit dem Buch. Was ist denn das hier? Himmelschreiende Gemeinde? Thanatos hat dafür gesorgt, dass ich nicht aus meinem Zimmer entkommen kann, was ich vielleicht ein- oder zweimal versucht habe, indem er ein sprichwörtliches, bodenloses Loch unter meinem Fenster platziert hat. Er nennt es den Abgrund der Vernunft. Naja gut, hätte sie jetzt hier irgendwo eine Leiter oder so noch gehabt, wäre sie zumindest runtergekommen. Oh, da ist ein Ankh drauf, sehe ich gerade, überall. Wieso hat er eine Lebensschleife bei sich, wenn er eigentlich der Tod ist? Das ist irgendwie schon... Kommen wir nicht ran, können wir auch nicht ich angucken. Ich muss zugeben, selbst von Weitem sieht es ziemlich beeindruckend aus. Allerdings scheint niemand an Bord zu sein. Aber das ist jetzt nicht hier das Schiff vom Fernmann, oder? Es wäre es jetzt noch... Wenn ich mich richtig an Thanatos endlosen Vortrag erinnere, ist das die Heimat des Powerpärchens im Reich der Toten. König Hades und Königin Persephone. Oh nein, anscheinend habe ich ihm wirklich zugehört. Schande über dein Haupt. Ich sollte erst einmal näher rangehen. Ja, mach das doch. Das kann man ja nicht nehmen, ja. Hab ich mich jetzt erschrocken? Die kommen dann links raus.
Ich sehe eine tiefe Einsamkeit in diesen schwarzen, ausdruckslosen Augen. Auf jeden Fall haben wir von dem Huhn gelesen. Und das hier, das sind, glaube ich, also das auf jeden Fall und das, glaube ich, auch, das sind die beiden Blumen, die wir benutzt haben da drin. Singt da unten jemand? Hallo? Hallo? Das war seltsam. Es ist bestimmt das Kind, was in den Brunnen gefallen ist. Die ist jetzt erwachsen mittlerweile. Hey, ihr kleinen Vampire! Haben wir denn irgendwas, womit wir ihr helfen können? Achso, das sind die Karten. Eigentlich nicht, oder? Nein. Okay, ich glaube, das war die Antwort auf meine Frage. Da können wir rausgehen, Baumstamm. Ich sehe nichts Besonderes. Seltsam. Achso, das ist der Berg. Ist das ein Schädel? Und was sind das für Lichter, die in seinen Mund fliegen? Es anzusehen ist fast hypnotisierend. Tja, aber helfen können wir ihr anscheinend nicht, ne? So wie das aussieht. Aber wenn ich hier doch gar nicht links weitergehen kann, wie soll ich denn... Ich denke mal, ich muss dann hier... Aber das ist ja kein Steg, das sieht wie so eine kaputte Mauer aus hier. Keris hat mir den Namen des Flusses verraten. Ich glaube, es war Styx. Darin enden die Seelen, wenn sie den Fährmann nicht bezahlen können. Es ist so verwirrend, weil Styx kenne ich halt nur als ein Spiel. Da habe ich, glaube ich, beide Spiele von, also Teil 1 und 2. Er ist fast so groß wie der Müllberg, den ich zu Hause in meinem Zimmer hatte. Das scheint wohl bei allen Jugendlichen so zu gehen. Und diese schwimmende Nussschale soll seetauglich sein? Also, ich weiß ja nicht. Ja, aber wie komme ich da hin? So sieht mein Gefängnis also von außen aus. Ich habe aber auch nichts, was mir irgendwie nur im Entferntesten weiterhelfen kann, ne? Das ist ja geil. Kann man die gar nicht benutzen? Ich denke, das ist... Ah, mit einem Rechtsklick, okay. Das heißt, wir kommen auch hier weg, oder heißt das verbotener Wald, Hafen? Ja, das sieht so aus, ob wir wegkommen. Zuhause der Mäuren. Mit denen mussten wir doch auch was machen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, wir gehen erstmal dahin. Nein, das passt nicht. Vielleicht so? Nein! Schöne Musik? Was? Ich sagte, ich mag das Lied. Die Melodie ist schön. Was weißt du schon? Sie ist wertlos. Entschuldige, ich... Ist schon okay. Ich wollte nicht so rüpelhaft rüberkommen. Kein Problem. Rüpelhaft ist mein zweiter Vorname. Der erste ist übrigens Prim. Prim? Also ist es wahr. Thanatos hat sein Baby nach Hause geholt. Hey, ich bin kein Baby. Du warst eins, als wir das letzte Mal von dir gehört haben. Mein aufrichtiges Beileid wegen deiner Mutter. Danke. Aber schön, dass du jetzt hier bist. Ich bin Echo. Versteh mich nicht falsch, aber warum bist du ein halbes Hähnchen? Hähnchen? Pardonne-moi, Miss Reaper. Ich bin eine Sirene. Aber sind Sirenen nicht sowas wie Meerjungfrauen? Ein verbreiteter Irrglaube. Wir sind Vogelmenschen. Oh, interessant. Jein, ein verbreiteter Irrglaube ist es nicht, aber es kommt drauf an, wo man zurückrecherchiert, sagen wir es mal so. Weil andere zum Beispiel haben dann so eine Art Seekühe gesehen und gedacht, das sind Sirenen. Daraus diesen Fischschwanz dann quasi auch interpretiert. Ich habe auch schon mal davon gehört, dass das Vogelmenschen sein sollen, aber das geht auf eine komplett andere Mythologie im Endeffekt zurück. Wenn du eine Sirene bist, solltest du dann nicht Seefahrer in ihren Tod locken oder so? Naja, ich glaube, diese heimtückische Verführernummer ist einfach nicht so meins. Meine Musik ist nicht mal gut genug, um die Meinung der Leute zu ändern.
Du weißt, dass du ein Loch in der Brust hast? Natürlich. Aber wo ist dein... Mein Herz? Die Heimat meiner Liebesflamme. Das pulsierende Zentrum meiner Seele wurde aus meinem Busen entfernt und voller Bewunderung dem Objekt meiner Begierde als Devotionalie dargebracht. Ich habe es mir selbst herausgeschnitten, okay? Und Lachilove 3 geschenkt, als Zeichen meiner ewigen Zuneigung. Du hast was? Meinst du nicht, dass das etwas übertrieben war? Wie kann man übertreiben, wenn man liebt, Prim? Vollkommene Hingabe verlangt nach dem Superlativ. Immer. Und wo ist diese Lachilove? 3. Ihr Name ist Lachilove 3. Zumindest ist es der von ihrem Avatar ins Werk Ärgere dich nicht online. Später habe ich herausgefunden, dass ihr echter Name Lachesis ist. Sie wohnt in dem Haus dort drüben. Auf was wartest du? Hör auf, traurige Lieder zu spielen und triff dich mit Lachesis. Wenn es doch nur so einfach wäre. Aber es ist einfach. Ihr seid doch nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Du musst nur... Du verstehst das nicht. Es sind ihre Schwestern. Lachi ist eine Moira, eine Schicksalsgöttin. Und diese Frauen stehen sich ziemlich nah. Als ich Lachilove 3 das erste Mal besucht habe, wurde ich nervös und habe aus Versehen ihre Schwestern geweckt. Und dann habe ich all diese dummen Sachen gesagt. Weißt du, wenn ich nervös bin, platzt es einfach aus mir heraus. Also dachte ich, wenn ich ihr mein Herz schenke, dann wird es die Herzen ihrer Schwestern erweichen. Aber Pustekuchen. Das klingt verzwickt. Hast du denn einen Plan? Es muss doch einen Weg geben, sie zu überzeugen. Wie du siehst, versuche ich mich an der offensichtlichen Lösung. Als Sirene sollte ich doch in der Lage sein, sie mit meiner Musik zu beeinflussen. Aber ich weiß einfach nicht, worüber ich singen soll. Ich kann nicht für jeden sprechen, aber wenn ich eine von Lachis Schwestern wäre, würde ich wollen, dass du dich für meine Familie interessierst. Ich bin verzweifelt. Ich probiere alles. Also, was weißt du denn über sie? Ich glaube, sie haben alle einen Lieblingsort. Ich meine, wer hat denn keinen? Könnte funktionieren. Was ist denn ihr jeweiliger Lieblingsort? Ich habe keine Ahnung. Oh. Und sie haben eine Taverne, richtig? Dann werden sie sicherlich auch Lieblingsgetränke haben. Es wäre auch sinnvoll, etwas über ihre Allergien zu wissen. Was? Immerhin geht Liebe durch... Es sei denn, man hat ein riesiges Loch an der Stelle. Das hilft uns gerade nicht, Mademoiselle Reaper. Und sie haben Haustiere. Aber ich habe auch keine Ahnung, welche. Orte, Getränke, Allergien und Haustiere. Weißt du was? Ich schaue mal, was ich für dich herausfinden kann. Und dann baust du das in deinen Song ein. Das wird sie umhauen. Das würdest du tun? Oh, danke dir. Sag Bescheid, wenn wir ihn vortragen können. Okay, also wir müssen hier so einiges, die Karte können wir uns schon mal schnappen. Wir müssen, jetzt habe ich das X oben gesehen. Da kann man direkt rausgehen. Wir müssen hier so einiges erfahren, aber ich würde gerne mal wissen, was das hier für ein Schachbrett sein soll. Ich hätte ja nicht gedacht, dass im Reich der Toten Schach gespielt wird. Endlich etwas, das ich kenne. Schach? Was für ein absurdes Spiel. Nein. Dies ist das offizielle Zwerg-Ärgere-Dich-Nicht-Spielbrett. Ich spare noch auf die Sammleredition mit invertierten Kachelfarben. Aha. Also das heißt, damit ist das Schwarz-Weiß quasi umgedreht. Also so, als wenn man das einmal um 90 Grad drehen würde, ja. Ja, das ist ja richtig geil. Wofür sind diese Kabel da? Ist das nicht offensichtlich? Ich spiele Zwerg ärgere dich nicht online. Mein Spielbrett ist mit dem im Garten der Mäuren verbunden. Wenn ich ein Zwerg bei mir aufs Feld stelle, erscheint er da drüben ebenfalls. Nur viel größer. Okay. Was für ein süßes kleines Kerlchen. Pardon moi. Dies ist ein offizieller Zwerg-Ärgere-Dich-Nicht-Zwerg. Und er ist weder süß noch klein. Er ist genau richtig. Mit seiner weißen Zipfelmütze und seiner Knollennase. Ja, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber ich würde trotzdem mal sagen, mit einem Blick auf die Uhrzeit. Ich weiß, es gab heute viel zu lesen, leider. Also leider im Sinne von, dass wir uns da ein bisschen dran aufgehalten haben.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor wir dann zu den Mäuren reingehen, weil ich denke mal, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern könnte, da die Sachen alle rauszufinden. Oder zumindest hoffe ich, dass die Dialoge auch ein bisschen länger dauern, weil das ist mir schon aufgefallen, die sind, ich sag mal, schön lang hier. Also die sind nicht nur so auf zwei kleine Sätze beschränkt bisher, sondern die waren immer schön lang. Das finde ich eigentlich immer sehr positiv. Deswegen, ja, machen wir hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut. Ich sehe übrigens gerade, da hinten hat einer versucht, den Zaun zu streichen. Warum er nicht fertig geworden ist, weiß ich nicht. Vielleicht war das hier der giftige Gartenzwerg, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls schauen wir uns die ganzen kleinen Feinheiten hier in der nächsten Folge mal in Ruhe an. Und ja, ich sage dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!